Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video und in diesem Video möchte ich mein Tipi umgestalten. Das gefällt mir jetzt nicht mehr so, wie es ist, weil die Farbe nach und nach abplatzt. Und ja, um euch jetzt zu zeigen, wie es schneller geht, macht ihr einfach so. So, und das alles nur durch einen Fingerschnips. Und jetzt ändere ich das nochmal und mache es unsichtbar. Ihr macht einfach so und wie ihr sehen könnt, das Tipi sieht schon ganz anders aus und ist mit der Umgebung in Einklang. Genau so wollte ich das und jetzt geht's weiter. Und weg ist es. Und das Gerüst steht. Ja, das hier ist die Außenterrasse. Ich habe jetzt auch mal so einen Poller mit Rückenlehne und auch hier leider ohne. Und das Ding hält jeden aus. Ja. So, das ist mein Holzlager, also für die großen Stämme, die ich noch bearbeiten will oder mal schauen, was ich damit mache. Ja, und das soll fertig werden. Wie schon gesagt, hier ist das Feuerholz drin. Ich habe jetzt einfach nur den nochmal hier hingelegt, falls es wieder zu windig wird, weil ich habe das einfach so locker da dran, einfach als Tarnung. Weil vorher hatte ich das so und das war mir dann doch ein bisschen zu offen, weil von Weitem, ja, sieht man hier so ein großes schwarzes Loch. Und deswegen habe ich so ein Tarnnetz einfach als Lappen nochmal rübergeworfen. Hält natürlich auch den Regen ab, der hier so rein will. Das prasselt alles daran und tropft dann halt runter. Ja, die Fortis ist die geilste. Die war mit auf meinen Verbrennungshaufen. Ich kriege hier ab und zu Feuerholz geliefert. Alles Mögliche. Und da war diese Forte mit dabei. Und da dachte ich so, hey, baue ich einfach da an den Balken ran. Und dann schon habe ich eine Forte. Sieht cool aus und ja, ob man es braucht oder nicht, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall sieht es cool aus. So, hier habe ich ja einen Lichtschalter dran gebaut. Wenn es halt nachts ist und wir müssen Feuerholz holen, dann können wir hier durch einen Mondschein, sage ich mal, hinlaufen, Licht anmachen und dann alles in die Schubkarre rein und dann zurück zum Tipi. Lichtschalter ist aus, sehr schön. Das ist extra so ein Licht für draußen. Und ja, ist auch hier wettergeschützt, von daher passiert da auch nichts. Ja, so einfach. Tarnnetz einmal fallen lassen. Und zur Sicherheit, damit das nicht so hoch weht und abreißt, kommt einfach der dagegen. Da muss ich mir vielleicht noch mal was überlegen. Mal schauen. Aber erstmal ist das so gut getarnt. Ja, sieht jetzt viel aus, ist aber, denkt dran, hier alles Jute, außer das hier. Das hier ist ein Kunsttarnnetz. Das ist jetzt nicht gut, aber es ist auch nur eins, was hier so rumgeht und halt mit dem Blätter hier ja, die Umgebung mehr anpasst. Wie schon gesagt, das hier ist alles Jute. Das vergammelt irgendwann. Ja, sehr naturbelassen. Auch wenn es jetzt viel aussieht, ist es aber sehr naturmäßig getarnt. Genau. Willkommen auf meinem Bogenschießstand. Hier habe ich drei unterschiedliche Ziele und mit drei unterschiedlichen Entfernungen. Wer neu in diesem Bereich ist, der fängt mit der vorderen Zielscheibe an, ungefähr 10 Meter. Dann die hintere, ungefähr 20 Meter und ganz hinten das Wildschwein ist ungefähr 35 Meter entfernt. Ja, und wer nicht Bogenschießen will, der setzt sich hier hin und trinkt ein Bierchen oder beobachtet die Natur. Ich kann dann auch ein Fernglas noch rausgeben. Ja, und dann kann man hier auch das Wild sehr schön beobachten. Ja, sehr gemütlich hier. Vor allen Dingen, weil jetzt hier durch das Tarnnetz das nicht mehr so windig ist. Ja, da ist mein Holzunterstand. Ihr habt ja die Vorderseite gesehen. Das ist die Rückseite von dem Holzstand. Hier verstecke ich so Werkzeuge und Sachen, die ich brauche zum Bauen. Also Leiter, Eimer, um Feuer zum Beispiel zu löschen, wenn es mal irgendwo brennt oder glüht. Ansonsten ist da das Holz drinne. Ja, sieht fast aus wie bei der Bundeswehr. Ja, könnte schon fast einen ganzen Panzer darunter verstecken. Hier habe ich das unbehandelte Holz. Das heißt, lange, dicke Stämme, die ich entweder zum Bauen verwenden kann oder halt zersägen, spalten, was auch immer und dann fürs Feuer. Auf jeden Fall ist hier Bauholz und ein weiter ist dann halt das Brennholz. Da muss man aber rumgehen,
weil der Eingang auf der anderen Seite zum schnelleres Erreichen der Feuerstelle ist. Extra zwei unterschiedliche Eingänge, der eine hier, der andere da, damit die Kursteilnehmer halt nicht immer das falsche Holz nehmen. Ja, deswegen Bauholz und Feuerholz. Ja, ich war gestern Abend hier, habe dann mit einer Taschenlampe auch hier starkes Licht angehabt und das Tipi, das wurde von der Umgebung echt verschluckt. Es reflektiert ja nicht. Von daher optimale Tarnung auch in der Nacht, falls hier jemand mal mit der Taschenlampe rumleuchtet, dann sieht er eher die Tische und Bänke, aber das Tipi, das ist wie so eine schwarze Wand. Da kommt kein Licht durch und reflektiert auch nicht. Richtig gut. Ja, ich bin erstmal soweit zufrieden. Das kann man erstmal so lassen. Top. Langsam wird es hier gemütlich. Kann ich die auch nochmal anmachen?